herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Alicia, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie geht das weiter zwischen dir und deinem Wunschpartner, und das klären wir bei diesem Orakel. Diese Karte in die Mitte ist eine wichtige Botschaft und zeigt Gespräche, Kontakte, Gespräche über ein Nest, ein Nestbau, und das heißt über ein gemeinsames Zuhause. Und dieses Gespräch wird kommen bis Jahresende. Und bis nächstes Jahr plant ihr eine gemeinsame Zukunft oder ihr zieht zusammen. Dein Gegenwart zeigt hier dieses Bild, und du möchtest diese Zweisamkeit leben, aber du haderst ein bisschen. Natürlich entspricht das die Umstände, wo du auch sagst, soll ich nicht, vielleicht, will er nicht. Du kannst es momentan nicht einschätzen, weil von ihm bekommst du keine klare Antwort. Aber das wird noch kommen. Und hier ist wichtig, dass du im inneren Gleichgewicht bleibst und beherrscht hier die Feuerelement. Und die Feuerelement bedeutet die Leidenschaft, die Begeisterung. Also das heißt auf jeden Fall erstmal die Ruhe. In Ruhe liegt die Kraft, im inneren Gleichgewicht, und bewege dich in eine Richtung, was dich begeistert, oder ein Entgegenkommen, und versuche ihm über etwas begeistern. Worüber sollst du Gedanken machen? Das ist hier bei diesem Bild, entspricht die gegenwärtige Situation. Und das heißt, du weißt nicht, in welche Richtung geht das. Geht das in diese Richtung? Das wäre eine Beziehung, Partnerschaft, Zusammenleben. Oder geht das in diese Richtung? Und das wäre eine Trennung. Und momentan, und das entspricht auch deinen Gedanken, wo du meinst, das ist immer eine Hin und Her, Höhen und Tiefen. Mal Rückzüge, mal Annäherung. Du möchtest gerne die Richtung wissen, das zu bestimmen. Und das entspricht auch deinen Gefühlsebenen, all das, was hier im Unbewussten liegt. Du willst diese Wagen in eine Richtung bewegen, entweder ja oder nein, hopp oder top. Aber das, was dich aus der Ruhe bringt, dieser Hin und Her, wo du das nicht einschätzen kannst, dieser Vielleicht-Zustand. Seine Gegenwart zeigt hier dieses Bild, und das heißt, er ist begeistert von dir. Er ist begeistert von dieser Verbindung. Aber es gibt immer wieder Einflüsse von außen oder von innen. Das kann auch sein Angst sein, oder anderen Personen, die sich da einmischen, und das löst diese Unklarheiten, Unsicherheiten aus. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt hier dieses Bild. Schau mal hier diese Kelch an, und das symbolisiert die Gefühle, seinen Gefühlen, deinen Gefühlen. Das ist diese Liebe, und das bewundert er. Aber mehr wie eine Bewunderung kommt momentan nicht. Er setzt das nicht in Tat um. Etwas blockiert ihm. Und das kann wirklich seine Ängste sein. Und was liegt im Verborgenen?
Also das, was ihm bewusst ist, dass er dich bewundert und beobachtet. Und sein Unbewussten zeigt hier dieses Bild wieder die Kelchen. Und das bedeutet seinen Gefühlen. Er liebt dich und er beobachtet dich. Schau mal, dieser Mann schaut in die andere Seite, was ist da zum Entdecken. Hier ist auch die Bewunderung und schaut in deine Richtung. Aber er gibt das nicht zu. Er gibt das nicht zu, weil er möchte noch nichts versprechen. Obwohl dieses Gespräch kommt und das entspricht auch seinen Wünschen, ein gemeinsames Zuhause zu haben, gemeinsam ein Nest aufbauen. Diese Karte ist auch eine wichtige Botschaft. Und hier in diesem Bild erscheinen die Münzen, symbolisiert die Münzen. Und die Münzen stehen für Sicherheit, Stabilität und das braucht er auch, nicht nur beruflich, finanziell, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft. Münzen bedeuten auch die Finanzen. Dass er Zeit braucht, seine Finanzen in Ordnung bringen. Und dann kommt die Stabilität. Münzen bedeuten auch Geduld. Er sollte geduldig sein, bis hier möglich ist, die Zukunft, die gemeinsame Zukunft planen. Momentan ist wichtig auch die Finanzen, die Sicherheit, die Stabilität, die berufliche Situation, aber auch die Wertschätzung. Dass du diese Wertschätzung verlangst von ihm und umgekehrt auch. Immerhin ist ein Geben und Nehmen. Er wünscht ein gemeinsames Zuhause, er bewundert dich, aber er traut dich nicht anfassen. Das entspricht seinen Gefühlen und das hat er auch. Hier zeigt wieder, dass er dich beobachtet. Aber die Zahl 8, so ähnlich wie hier, hier auch die Zahl 8, dieser Hin und Her und Höhen und Tiefen und das, was dich nervt oder unsicher macht. Und da verlierst du die inneren Gleichgewicht. Aber es bewegt sich in eine Richtung. Natürlich muss er das auch vermitteln, aber du kannst es auch bestimmen, die Richtung. Mit Geduld, weil diese Karte zeigt, die Sicherheit, Stabilität und Struktur kommt, aber er ist momentan noch unsicher oder er kümmert noch um die Finanzen. Liebe Aricia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.